Herzlich willkommen zu Part 2 unserer Kutsche. Unsere Kutsche haben wir fertig modelliert und als nächstes wollen wir mal unsere Kutsche ein bisschen demolieren, paar Risse, paar Brüche, damit es auch alt aussieht. Ja? Da werden wir unsere Sculpt-Funktion anwenden, das ist am besten, und dann eine Normal Map wieder erzeugen und auf unsere Kutsche dann übertragen. Bevor es losgeht, müssen wir unsere Kutsche erstmal vorbereiten und mal alles überprüfen. Das heißt, wir gehen mal hier nach oben, gehen auf Face Orientation, so, schauen uns mal, aha, ihr seht schon, unser Holzrad, da sind die, ist die Normal Ausrichtung verkehrt, das müssen wir eben ändern. Einmal hier draufklicken, ja, Edit, A, Alt N. Outside. So, das ist schon mal gut. Jetzt haben wir das auch erledigt. Als nächstes müssen wir schauen, ob die Skalierung von unseren Objekten alles richtig ist. Da geht ihr auf Item hier und schaut unten auf Scale. Hier muss 1 stehen, wie hier. Also unser oberer Holzkarren, dieser hier, der ist schon mal übernommen, der ist gut. Jetzt klicken wir den unteren Gestell. Da ist das nämlich verkehrt. Also müssen wir hier Steuerung A Scale. Und hier müssen wir das auch nochmal Steuerung A Scale. Okay, Holzrad, der ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir auch unsere Modifier jetzt übernehmen. Also Apply. Klicken wir erstmal hier an. Es gibt noch eine schnellere Lösung. Wir klicken Shift. Shift. So, jetzt haben wir diese drei, die wollen wir zu einem Objekt joinen. Steuerung J. So, jetzt ist das ein Objekt, weil es ja komplett Holz ist. So, und den applyen wir jetzt. Mirror, apply. So, jetzt unser Holzrad, den lassen wir separat, weil das ist ja Metall und wenn wir sculpten, möchte ich das anders übertragen. Und apply. So. Okay. Alle Modifier sind applied. Jetzt können wir nachher bei Sculpting mit Symmetrie auf der X-Achse dann sculpten. Okay, dann jetzt wollen wir mal unsere Kollektion benennen. Kutsche Low Poly. Na? So. Das nennen wir mal Holzkarren. Und das nehmen wir mal Holzrad. Holzrad. So. Jetzt machen wir eine Kopie, wie gesagt. Klicken den Holzkarren. Shift D. Klicken den Holzrad. Und jetzt Shift D. Duplizieren das. Rechte Maustaste loslassen. M. Und sagen jetzt New Collection. Wir werden eine neue Kollektion erstellen und den nennen wir Kutsche Sculpt. So, okay, jetzt haben wir eine Kopie unserer Kutsche erstellt. Ja, und mit dieser Kopie werden wir dann jetzt sculpten. Ja, jetzt blenden wir das hier aus. Die Low Poly blenden wir aus und fangen an, unseren Holzkarren zu sculpten. So, jetzt gehen wir mal auf Sculpt Mode. Gehen wir ein bisschen näher ran. So. Jetzt müssen wir eine Remesh erzeugen, damit wir schon damit vorbereiten können. Shift R. Okay. So, ihr seht das am vorderen Holzbalken hier, wie fein wir das einstellen können. Noch feiner, noch feiner. Hm, no, 0,2. 0,3. So. Einmal meine linke Maustaste. Und jetzt Steuerung R. Jetzt warten wir ein bisschen. So, fertig. Ihr merkt das schon. Hier. Da ist jetzt ein Remesh drauf. Und wir können eigentlich direkt drauf los sculpten. Wir gehen mal Shift. Hier. Seht ihr das? Okay. Steuerung Z. Wieder zurück.
So, jetzt bereiten wir mal schon mal hier was vor. Wir werden jetzt mal den Clay Strip nehmen. Und mit diesem Clay Strip möchte ich eine gewisse längliche Maserung überzeugen. Ja, überziehen. So, wir gehen mal mit der Stärke ein bisschen runter hier. Okay. F, Pinsel vergrößern. Ich möchte noch was zeigen. Nochmal. Wenn ihr hier drauf jetzt galbt und ihr seht die Pinselgröße, die wird dann hier auf der anderen Seite mitwirken. Das bedeutet, ich zeige das mal. Wenn wir jetzt hier mal galben, wenn wir auf der anderen Seite schauen, zieht ihr das von der anderen Seite rein. Das ist natürlich schlecht für unsere Arbeit. Wir werden das dann anders regeln. Steuerung Z, wir gehen einmal zurück. Dann geht ihr hier drauf. Hier. Ganz nach unten scrollen. Und hier steht Advanced. Geht hier drauf. Runter. Front Faces Only. Hier drauf drücken. So, dann ist der jetzt selektiert. Jetzt könnt ihr hier drauf scalpen, ohne dass auf der anderen Seite was passiert. Ich zeige euch das. Und es bleibt alles erhalten. Okay. So, ja, dann fangen wir einfach an. Jetzt F, bisschen verkleinern. So, ganz leicht. So, okay. Kleiner. Wir können ja, wir erkennen kaum was hier. Es gibt eine Möglichkeit hier auf Matcap, wenn ihr draufklickt und dann hier eine Farbe aussucht, zum Beispiel hier. Dann habt ihr so einen Lichteffekt und ihr könnt besser sehen, was ihr scalpt. So. Jetzt haben wir unser Clay Strip ja jetzt an und wenn wir Steuerung dabei drücken, ja, die Sculpting werde ich jetzt in Timelapse, in Zeitraffer aufnehmen, sonst wäre das Video viel zu lang und dann, wenn wir damit fertig sind, dann geht es dann weiter.
Ja, unser Kutscher ist fertig geskypt. Jetzt haben wir überall, wir schauen noch mal herum. Ja, sieht gut aus. Gut, jetzt bereiten wir unseren Kutsche für den Normal Map vor. Einmal auf Objektmode. So, dann Low Poly Mesh wieder einblenden. Okay. So. Irgendwas nachkontrollieren. Okay, alles gut. Okay. So, ab jetzt ziehen wir zwei Fenster raus. So. Shade Editor und UV Editor. Die Seitenleiste mit N wegblenden. Genau. So, jetzt, bevor wir anfangen, wollen wir jetzt unser Objekt joinen. Das bedeutet, von unserem Sculpt-Objekt die beiden wählen und Steuerung J von unserem Low-Poly-Mesh das Holzrad wählen und dann den Holzkrallen. Steuerung J. So, okay, jetzt blenden wir Sculpt-Modus mal eben weg. Gehen auf Edit. So. Machen wir ein Unwrap. Ja, den Abstand 0,16. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Okay. Vielleicht den Abstand ein bisschen noch verringern. Okay, so, unser Unwrap ist jetzt auch fertig. So, blenden Sculpt-Modus wieder an. Sagen New. Kutsche. Ja, No. Hier machen wir die Größe mal 4, damit wir eine schöne große Auflösung haben. Alpha wieder ausschalten, brauchen wir nicht und okay. So. Gehen nochmal auf Edit und schauen uns mal den Display Stretch an. Ja, sieht gut aus. Alles im normalen Bereich. Perfekt. Okay. So. Jetzt gehen wir auf Render, Cycles, hier habe ich GPU, ihr könnt auch CPU wählen. Normal, Select to Active. Das Sculpt-Objekt selektieren, Steuerung gedrückt und unseren Low-Poly-Mesh Holzkarren selektieren in dieser Reihenfolge. Und jetzt hier. Unser Image, den wir gerade erstellt haben, wir klicken hier drauf, gedrückt halten und ziehen das hier rüber. So. Hier den Color Space auf Non-Color und Bake. Ja, es wird gerade berechnet, dauert ein bisschen. Ja, das hat fast eine Minute gedauert. Ich habe mal den Screencast ausgeschaltet. So, schauen wir uns mal an. Ja, die Farbunterschiede, das kommt daher,
weil die Abstände wieder hier nicht stimmen. Hier, ihr seht das ja schon. Wir haben ziemlich stark hier. Das könnten wir ändern, wenn wir natürlich ein Sub-Sub-Server-Modifier hier einsetzen würden. Aber ich will ja nicht großartig hier zu viel Speicher ausnutzen. Das wäre unnötig. Wir schauen einfach mal, wie sich das aussieht. Wir gehen hier drauf. Schalten das Ganze mal aus. Sagen wir Vektor. Normal Map. Ah, wir müssen leider doch die Stellen hier ausradieren, sozusagen, weil die Abstände zu groß sind. Wir müssen weiter auseinander. Dann gehen wir hier auf Select to Active und klicken hier den Abstand mal ein bisschen tiefer und baken das nochmal. Achso. Erst den wieder, Steuerung, den und jetzt Bacon. Ja, jetzt haben wir den Abstand etwas vergrößert, dass er die Abstände hier haben wir ein Sculpt ja, hier runter reingesculpt, aber unser Low Poly Mesh. Der ist ja hier. So, und dieser Abstand hier, der musste ein bisschen vergrößert werden. Aber das reicht für unsere Zwecke. Okay. Ja, schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Achso, Moment. Gehen wir mal ein bisschen hier rauf. Nein. Stärker. So. Bringen mal die Sonne. Die Sonne ist hier, den ziehen wir mal kurz hoch und schieben das mal hier. Ja, also unser Normal Map haben wir hier erzeugt, aber ich finde, dass wir den Abstand doch ein bisschen vergrößern können. Deswegen gehe ich nochmal hier rauf. So. Und sagen mal 0,0 oder 2. Klicken den wieder an. Holzkarren. Hier und Bacon ist nochmal. Ja, okay. Ich habe mal wieder auf 0,2 eingestellt, Extrusion. Und das müsste es gewesen sein. Und wenn wir uns nochmal anschauen, gehen auf Cycles, hier rauf. Den Sculpt-Objekt ausblenden einmal. Jo. Alles klar, sieht gut aus. So, und jetzt fangen wir an, mal unsere Kutsche eine Textur zu geben. Dann gehen wir mal hier wieder auf. Hier sagen wir, Moment, erstmal hier vorbereiten. Ziehen das mal hier zur Seite. So. Dann gehen wir wieder auf Texture Paint. Sagen hier New Kutsche Color. Die Größe belassen wir so diesmal auch 4000. Okay drücken. So. Den ziehen wir hier rüber.
Genau, und den ziehen wir dann hier rüber. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wie gesagt, nachdem wir unser Normal Map erstellt haben, unsere Textur beliebig jetzt. Wir können auch das mit einer gewissen Farbe aufsetzen. Wir können es mal ausprobieren, wie das aussehen würde. Machen wir so ein Braun, ein bisschen dunkler. Und schauen mal. Noch dunkler. So. Ich glaube, ich finde doch lieber, dass wir eine Textur dafür benutzen werden. Und ich gehe mal hier drauf. Jetzt kommen wir runter. So, Textur. Sagen wir New. Wir nennen das gleich. Holz. Textur. Gehen auf diesen Button hier, Texturreiter. Sagen Open. Und suchen uns eine Textur aus. Texturen, wie gesagt, polyheaven.com. Das ist eine sehr gute Seite, ist kostenlos. Da könnt ihr Texturen in verschiedenen Maps alle runterladen. Die sind alle zur Verfügung gestellt und für solche Zwecke ist es einfach prima. So, Holz. Dann gehen wir mal. Was könnten wir da benutzen? Okay, das geht nicht. Ich habe hier noch was. Schauen wir mal den. Ja, das haben wir schon, das kennen wir schon. Ich will nicht überall dasselbe benutzen. Nur versuchen wir es mal mit dem hier. Okay. Aber ja, ich nehme mal diese Textur hier. So, jetzt gehen wir hier wieder auf diese Einstellung oben, runter, Tiled, Stencil und im Image Aspect. So, jetzt bringen wir unsere Textur mal ein bisschen hier rüber, so ungefähr. Okay, bevor wir aber anfangen, einmal auf Edit. Dann wählen wir uns einfach die Fläche mal aus, die wir machen wollen. So. Und jetzt wieder auf Texture Paint. Und ziehen das mal rüber. Ah, die Farbe. Muss ein bisschen natürlich heller sein. So, ziehen wir das ein bisschen rüber. So. Oh, ich habe was vergessen. Einmal Steuerung Z zurück. Hier. Den müssen wir natürlich anklicken. So, jetzt können wir natürlich nur auf die selektierte Fläche malen. So. Vielleicht ein bisschen dunkler. Versuchen wir es nochmal. Okay. Gut. Edit. Ja, auch hier. Ich werde den Texture Paint in Timelapse Raffer aufnehmen. Sonst, wie gesagt, ist das Video zu lang. Und dann sehen wir uns nach dem, ja, nach dem Texture Painting. Thank you.
Ja, unsere Textur auf unsere Kutsche ist fertig. Jetzt fehlt uns aber noch was. Oh, den haben wir noch vergessen. So, den klicken wir mal mit L, selektieren wir den. Und gehen nochmal auf Texture Paint. So, vergrößern. Noch den unteren Boden hier, den haben wir auch vergessen. So. Steuerung F7. Einmal drehen. So. Okay, so. Ja, Textur ist fertig. Jetzt wollen wir noch auf unseren Holzrad hier. Da sind ja meistens Metallbänder umzu. Ja, sonst würde das Holzkante hier total beschädigt werden. Also machen wir noch unsere Metallfläche hier rauf. Klicken mit Alt auf diese Fläche hier. So, und sagen... Moment. Na. E. Einmal loslassen. Skalieren. Shift X. So. Und Steuerung Plus. Jetzt gehen wir auf New Material. New. Nennen das Metall. So, Base Color runter, genau, und den Metall 0,7 und Assign. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir der Metalltextur auch eine gewisse Glanz geben. Gehen wir ein bisschen zurück. So. Ein Shade Smooth, Add Split, so, und jetzt noch ein kleines Stück Textur, dann nehmen wir ein Maskgraph Textur, Vektor, Bump, Höhe hinein, Normal hier rein.
Nur die Höhe. Dann geben wir eine Skala von 300, also 300.000, gehen wir ran. Den verringern wir auf 0,1. Ja, das sieht ja gut aus. Und dasselbe auf der Seite. E für x tut, loslassen, skalieren, Shift x. So, Control plus und Assign. So, alles klar. So, und die Kutsche ist fertig texturiert. Wir haben hier, wir müssen, glaube ich, noch diesen hier noch mit unserer Metalltextur versehen. Das ist ja Metall. Genau, jetzt passt das. Genau, dann haben wir das auch fertig. Alles klar. Ja, das war unsere Kutsche. Wir haben wieder gesculpt, eine Normal Map erzeugt und draufgesetzt. Jetzt können wir hier mal, blenden mal die Render-Modus aus und schauen wir das mal, wie im Cycles aussieht. So. Gehen wir mal 5. So, und schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht ja perfekt aus. So, machen wir hier nochmal ein Licht. Schauen wir uns mal so an. So. Ja, das sieht optimal aus. Jetzt sehen wir unsere Verzierungen hier von unserem Normal Map. Ja, das war unsere Holzkutsche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn was Unklarheiten sind, einfach in die Kommentare. Ja, dann geht zum nächsten Tutorial und wir sehen uns. Ciao, ciao.